Grüezi miteinander zu einem ganz speziellen und ehrenvollen Platz Musik. Wir sind im Emmental und von da stammt der neue Träger vom goldigen Violinschlüssel, der Thomas Seschbacher. Schön, grüezi Thomas. Ciao Nicolas. Schön, dass wir hier in dieser traumhaften Landschaft sind und herzliche Gratulation zum goldigen Violinschlüssel. Danke. Der Thomas Seschbacher ist dieses Jahr mit der höchsten Auszeichnung in der Volksmusik geehrt worden. Der Berner ist Musiklehrer, Buchautor und selber ein begnadeter Schweizer Orgler. Angefangen hat er ganz traditionell, aber schon gleich die Grenzen vom Instrument und von der Volksmusik ausgelotet. Er ist in der ganzen Szene ein grosser Sympathieträger und seit diesem Jahr auch der Träger des goldigen Violinschlüssels. Thomas Eschbacher an der Verleihungsfeier vom goldigen Violinschlüssel im Stadttheater zu Langenthal. Jetzt sind wir aber ein bisschen mehr im Grünen aussen. An welchem speziellen Ort sind wir da, Thomas? Wir sind am Sorbach. Das gehört zu Eggiwil, Gemeinde Eggiwil. Und Sorbach, das Haus hier hinten, haben wir etwa 7-8 Jahre gemietet. Also meine Eltern und meine Schwester. Und ich war dann Teenie. Wir waren dann viel in der Sommerferien oder der Ferien und Wochenende hier hinten. Ist das auch musikalisch ein prägender Ort? Ja, wir hatten viel Zeit hier, um Musik zu machen. Wir hatten einerseits das Klavier, aber andererseits habe ich hier auch so ein bisschen angefangen mit dem Vater. Ja. Jetzt bist du nach vielen Jahren, wo du früher als junger Bub da warst, wieder hier hinten im Sorbach. Was macht das mit dir, wenn du wieder an dem Ort bist? Ja, es ist aber schon ein spezielles Gefühl, wenn ich hier
schon nur in Eggiwil hingekommen, über die Brücke gefahren und nachher da hinten noch spezieller. Es ist einfach so ein Film, der wieder kommt und so viele Erinnerungen gute. Und es ist ein Ort, wo ich alle Jahre ein paar Mal herkomme. Wie hast du angefangen, Musik zu machen? Ja, zuerst habe ich mit der Blockflöte gestartet, wie viele, oder? Und nachher war auch noch das Xylophon und das Tambourin rum. Das waren so die ersten Instrumente. Und nachher wollte ich Klavier lernen. Und wir hatten auch hinten ein Klavier mit hinten genommen. Und plötzlich ist ein Orgel aufgetaucht und der Vater hat auch schon georgelt. Und dann ist das so ein parallel gelaufen. Und dann ist Schweizer Orgel immer mehr in dein Leben gekommen. Weißt du noch, wie das mit dem Orgel genau losgegangen ist? Ja, also mein Vater hat dann ein paar Stücke gespielt und dann hat mir ein paar Griffe, Begleitgriffe mal gezeigt. Und irgendwann wollte ich dann mal noch ein bisschen mehr machen und dann hat mir ein erstes Stückchen gezeigt. Ja. Du hast das Orgel da. Ja. Magst du dich erinnern, wie das gegangen ist? Ja, ja, ja. Oder gehst du es mittlerweile selber weiter? Ich habe es auch schon weitergegeben, ja. Ich habe dann nachher Drüeckli-Walzer gesagt. Und der ist ungefähr so gegangen. Jetzt nehme ich an, hast du hier ein Dreieck gemacht mit den Fingern? Genau, also die Figur hier war für mich ein Dreieck. Ja. Auf das Stossen und auf das Ziehen. Ja, dann kannst du noch an der gleichen Art bleiben. Genau. Und das ist für mich natürlich, oder ist, ja, ich habe viel so optisch gedacht. Oder denke heute noch optisch auf dem Orgel. Also mit Figuren, ja. Was hat dir dort mal die traditionelle Musik gegeben? Ja, bezogen mit den Leuten einfach im Wohnort, zu so Vereinen. Aber auch unterwegs sein, eben, gehen spielen nachher irgendwann mal. Haben einen Geburtstag. Oder auch schon hier eben, sind Leute hergekommen, Musik machen. Und ich bin so aufgewachsen. Ja. Also, wenn wir hier in Eggiwil ein Fest hatten, haben wir immer Musik gemacht. Und als du früher als kleiner Bub da hinten warst, Klavier gespielt hast, georgelt hast, hättest du jemals gedacht, dass aus dir ein Musiker werden könnte und dann erst noch einer, der mit dem höchsten Preis der Volksmusik geehrt wird? Nein, das habe ich nicht, gedacht. Dann nicht überlegt. Also, überhaupt lange nicht damit gerechnet, vor Musik zu leben. Das hat sich dann so später nachher entwickelt. Also. Und selbstverständlich ist es beim Thomas Eschbacher auch musikalisch weitergegangen. Er hat experimentiert, neue Sachen probiert. Und ein ganz feuriges Beispiel von der Verleihungsfeier hören wir jetzt. Vámonos para el poblado, que nos esperan con chichimelao. Llevaremos de tapeja, rosa y tu yuca para la entrevera. Vámonos para el poblado, que nos esperan con chichimelao. Llevaremos de tapeja, rosa y tu yuca para la entrevera. El compadre y la comadre, los primeros invitados. El compadre y la comadre, los primeros invitados. Iré tanto tomar claro, santa que era babeao. Iré tanto tomar claro, santa que era babeao.
Thomas Eschbacher von der Pompösen, von Likes, wie er jetzt noch mal hier im Soarbach, wo du in deiner Jugend viel Ferien gemacht hast, Musik gemacht hast, in den Bächen und in den Wäldern gesehen bist. Wann hast du gemerkt, dass es noch mehr gibt als Volksmusik? Ja gut, das habe ich von Anfang an schon mitbekommen. Oder? Weil daheim haben wir viele verschiedene Musik gehört und auch gemacht. Vater hat auch Blasmusik gemacht. Und auf dem Klavier ist auch Jazz oder Klassik gelaufen. Also, ich bin echt so aufgewachsen, also mit diesen verschiedenen Musikstilen. Aber dann kann man eigentlich sagen, du hast gerne nie so fest in diesen Genres gedrängt, sondern für dich war Musik machen, Musik hören wichtig und du warst von Anfang an sehr offen. Ja, ja, das ist, ich bin so aufgewachsen und das war für mich völlig normal. Also irgendwie in allen Bereichen auch, sich zu bewegen, sei es eben so praktisch mit dem Instrument oder auch als Zuhörer. Als du es dann aktiv gemacht hast, quasi als Praktiker, hast du dann vielleicht auch mal Grenzen gespürt, dass entweder technisch vom Instrument her Sachen nicht gehen oder auch von den Leuten her irgendwo plötzlich ein Haken gestanden ist? Ja, mit dem Örgli ist man vom Umfang her schon an eine Grenze gekommen, oder? Wenn es begrenzt ist von dem Ton, vom Tonumfang. Und dort habe ich schon gemerkt, dass es natürlich verglichen zum Klavier viel weniger, also dass man es anders lösen muss. Und ja, logisch hast du das nachher auch gemerkt an den Leuten, wo ich angefangen habe, meine Idee irgendwie aufs Örgeli zu beschränken, sage ich mal. Ich habe einfach das gemacht, was ich wollte und was mir gefällt und was mir gefallen hat. Und habe mir das nicht an mich herangekommen. Wir haben darüber geschwätzt. Du hast früher auch vom Vater viel von der Musik bekommen. Du machst auch jetzt noch mit dem Musik. Weißt du, für ein Gefühl, den Vater als Lehrer haben und immer noch als Musikpartner? Ja, es ist sehr schön. Also, ich genieße das. Also, weil ich viel von ihm profitieren konnte. Und er hat meine Schwester und mir auch viel ermöglicht, so gefördert. Oder? Und dass wir heute noch zusammen Musik machen wieder, das genieße ich sehr. Mittlerweile gibst du das Wissen um das Orgel und um Musik selber weiter. Du bist Lehrer an der Oberstufe zu Burgdorf für Musik. Du tust aber auch Kursleiter, zum Beispiel seit über 25 Jahren in Rosa in der legendären Volksmusikwoche. Genau. Was ist dein oberstes Ziel? Was willst du deinen Volksmusik-Örgeli-Schülerinnen und Schülern mit auf den Weg geben? Ja, in erster Linie die Freude, aber einfach auch das Wissen, das Fachwissen, das ich mir jetzt auch angeeignet habe durch die Jahrzehnte, sage ich mal. Ja. Das sind so die zwei wichtigsten Sachen für mich. Wir schauen mal, wie es ist, wenn du mit deinem früheren Lehrer, mit deinem Vater zusammen, wo du immer noch spielst, Musik machst. An der Verleihung hat es nämlich ganz einen besonderen Stock gegeben, wo dem Haus da hinten gewidmet ist, im Soarbach. Thank you.
Der Thomas Eschbacher zusammen mit seinem Vater in der Gala für Stadt und Land zu Möhlin vor 33 Jahren schon eine Weile her. Thomas, magst du dich noch erinnern an den Auftritt? Ja, schon noch. Man mich schon noch erinnern, das war der erste Fernsehauftritt. Ja. Weißt du, für ein Gefühl, dass du plötzlich vor den Kameras und vor vielen Leuten spielen? Ja, es war schon noch speziell, dort, das zu erleben, das erste Mal. Ja. Mittlerweile ein Routinier und jetzt an einem vertrauten Ort. Wo sind wir da? Wir sind hier im Rinderbach, im Restaurant «Zur Säge». Und das ist ein Restaurant, das seit mehr als 30 Jahren eben Ländlermusik läuft. Und für mich war das der erste Ort, wo ich Ländlermusik gehört, von Formationen, live. Und das ist natürlich, ja, das bleibt einem so. Bist du auch immer mit dem Vater hierher gelassen oder mit dem Töffli oder mit dem Will? Oder wie hast du den Weg hierher einmal gefunden? Ja, es hat verschiedene Phasen gegeben. Zuerst mit dem Vater, mit dem Auto, sind wir zu zweit hierher und haben dort gelassen. Und Schmiedbub war das erste Konzert. Und weiss noch, das ist auch lang gegangen. Also für mich ist das lang aufgeblieben? Ja, ja. So bis um 11, 12 ist man hier gehockt und gelassen. Und noch nicht alles verstanden, was hier abgeht. Und dann hat es eine Phase gegeben, in der ich selber ja, mobil war und daher bin ich auch Konzerte hören. Und dann hat es noch eine dritte Phase gegeben, in der ich hier sogar gejodelt habe im Haus mit Hasli Rüegsauer. Und haben wir hier Probe gehabt, bei Rob und die Jungen waren Konzerte und Kurt Schmid hat noch Stunden gegeben. Also wirklich ein Haus, wo die Musik in allen Facetten zelebriert wird. Gibt es Abend oder Momente, wo du dich besonders magst, erinnern da in der Säge? Ja, irgendwo, als ich die Mosibuben das erste Mal hier gesehen habe, auch live. Dann hat man noch geraugt. Und das war noch eindrücklich, weil ich diesen Stil pflege von der alten Innerschweizer Örgli-Musik. Und dann, das ist mir noch so recht in Erinnerung. Aber auch eben, das mit den Schmiedbuben und mit Kappelengassen bin ich auch da gewesen. Das sind so drei Ebenen, die ich so gespeichert habe. Ja. Jetzt hast du gerade drei Formationen gesagt. Sind das in dem Fall auch die Vorbilder? Oder gibt es da noch andere Namen, die dich besonders geprägt haben als mittlerweile sehr erfolgreicher Volksmusikant? Ja, es sind ja andere Namen dazugekommen, aber sie waren natürlich so die ersten, die ich gesehen und auch gehört haben, auf Schallplatte oder Kassette. Und ja, sie sind ja sehr lange verfolgt. Das fragen sie heute noch. Sie sind heute noch Vorbilder von mir auch. Ja. Gibt es irgendetwas, wo du sagen kannst, da fasziniert mich an denen besonders, so an gewissen anderen Schweizer Jörgler? Ja, an diesen Schmiedbuben war es einfach auch ihr Outfit, ihr Auftreten, aber auch ihr Stil, den sie hatten. Das hat einem schon noch so hypnotisiert. Also, mich hat das hypnotisiert. Zigarren probiert zu rauchen, zum Mörgeln. Hat es nicht funktioniert? Wie der Gott ist mit, aber ich habe sonst nicht Zigarren geraucht. Also es hat in dem Sinne nicht gepasst. Aber es hat mich schon noch so ja, Impulse gegeben, auf verschiedene Arten. Ein grosser Musiker, das ist klar, aber auch ein riesiger Kenner vom Schweizer Jörgli. Du hast mit einem Kollegen zusammen ein riesiges Buch rausgegeben zum Schweizer Jörgli. Es steht aber auch noch Stöpselbass und Langnauerli. Das Langnauerli hast du schon gespielt in dieser Sendung. Weißt du den Unterschied oder weißt du für ein Instrument? Ja, das ist quasi so ein Urschweizer Örgli, das hier im Emmental als Langnau ist entstanden. Hat man das angefangen. Einreihig und sehr schlicht, beschränkt vom Umfang. Und das hat sich dann so ein bisschen weiterentwickelt halt zum Schweizer Örgli, über das Stöpselbass-Örgli. Und weißt du den Reiz, um das Langnauerli heute nach vorne? Ja, die Grösse und der Klang. Und eben mit dieser Eingeschränktheit etwas machen. Ja, das ist echt der Reiz. Wir hören jetzt wieder Musik hören mit dem Bass Langnauerli. Das ist nochmal etwas anderes, weißt du? Das ist echt ein Unikat, das ein neuzeitlicher Langnauerli-Bauer hat gebaut, als Jux, sage ich mal. Und das klingt sehr speziell als Bassinstrument. Aber ja. Thank you.
Vom Stadttheater zu Langenthal jetzt wieder eine traumhafte Berg- und Hügellandschaft im Emmental. An einem traumhaften Plätzchen. Bist du auf dem Bänkchen auch schon gehockt? Ja, ich bin schon ein paar Mal gehockt. Ja. Und was geht dir da einmal durch den Kopf, wenn du da so raus schaust? Geniessen, schauen, staunen. Und einfach, ja, viel Erinnerung an. Könnte man mit diesen Wörtern vielleicht gerade auch jetzt den goldenen Violinschlüssel beschreiben? Oder weißt du, den Moment in den Kopf, wo du erfahren hast, dass jetzt du der grosse Träger von dieser Auszeichnung bist? Ja, es ist mir, glaube ich, nicht durch den Kopf. Und ich reagiere so bei spontanen Sachen eher auch im Nachhinein. Also, ich glaube, einen Tag später es der realisiert. Richtig. Aber ja, nachher hatte ich eine riesige Freude. Und ja, so als Ära, das kommt jetzt zu machen. Wir haben in dieser Sendung ein bisschen gesehen, was du alles machst, was dich alles interessiert. Gibt es jetzt auch noch Sachen, die anstehen, die du unbedingt mal noch willst ausprobieren? Ja, es gibt schon noch das eine oder andere Projekt, das ich noch so im Hinterkopf habe, das ich noch etwas vorantreiben will. Ja. Und dann, kurzfristig ist noch eine Reise nach Südamerika, jetzt, die ich mache. Ich gehe mit im Trio mit der Nina Dimitri zusammen, mit dem Geri Zumbrunn. Gehen wir als Trio nach Chile. Und machen dort Musik und ein paar Workshops. Rund 14, 15, 16 Tage. So. Und wenn du dann wieder zurück bist und dann müsstest du ein allgemeines Fazit zu der Volksmusik abgeben, weißt du, wo geht es in der Schweiz mit der Volksmusik in der Zukunft her? Ja, ich glaube, das geht schon noch ein bisschen ab. Die Jungen die haben natürlich auch Ideen. Zum Glück, ja, super. Und ich bin gespannt, was. Ja, sie sind auch recht offen und schnell natürlich. Heutzutage finde ich super. Ich freue mich auf die Entwicklung. Danke vielmals, dass wir dir ein bisschen über die Schulter schauen und deine Musik geniessen. Merci auch. Und in diese wunderbare Landschaft rausstaunen. Viel Volksmusik gibt es dann auch zu sehen auf SRF schon am nächsten Donnerstag mit einem grossen Doc-Film über die Schweizer Volksmusik. Und dann könnt ihr eigentlich auch sitzen bleiben, weil in zwei Wochen geht es dann weiter mit dem nächsten Platz Musik. Auch dort hochkarätig besetzt, zum Beispiel mit den Engadiner Ländler-Freunden. Für die Blasmusikfans haben wir die Lou Blaska und Fihuspa, die besten Blaskapellen der Schweiz. Es wird bödelet mit dem Toni Imholz und auch Berner sind dabei, kannst du also auch schauen, nämlich Therese Schmid und Gebrüder Marti. Danke fürs Zuschauen, bis bald und einen schönen Abend miteinander.